MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Was geht ab, meine lieben Freunde? C zu dem X-Tricks am Start. Und heute habe ich einen mega krassen Speed-Glitch für euch mitgebracht. Mit diesem Glitch könnt ihr einfach jedes Rennen gewinnen. Und dieser Glitch funktioniert mit dem neuen Cunning Stance Fahrzeug, dem RE7B. Wie ihr hier gerade im Video gesehen habt, habe ich den Topspeed von 180 mph erreicht. Das ist wirklich die maximale Endgeschwindigkeit, die man in GTA 5 überhaupt erreichen kann. Selbst bergunter könnt ihr nicht schneller werden als 180 mph, Leute. Und das könnt ihr überall machen, in der freien Lobby oder in jedem Rennen. Wirklich hammergeiler Glitch. Außerdem ist dieser Glitch solo ausführbar und mega einfach nachzumachen. Und an dieser Stelle muss ich mich erstmal bei Carlo Cooks bedanken. Er hat mir diesen Glitch gezeigt, ein wirklich super korrekter Typ. Und er ist auch der Inhaber unseres TeamSpeak-Channels, also checkt ihn auf jeden Fall mal ab. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Alle GTA-Spieler sind herzlich eingeladen, diesem TeamSpeak beizutreten. Uns werdet ihr natürlich auch hin und wieder auf diesem TeamSpeak-Channel begegnen, also abchecken lohnt sich auf jeden Fall. So, dann fangen wir schon mit diesem Glitch an. Und als erstes braucht ihr natürlich den RE7B und dann fahrt ihr damit in Los Santos Customs rein. Hier müsst ihr den Wagen erstmal vollständig auftunen, wenn das noch nicht der Fall ist, aber drei Dinge müsst ihr für diesen Glitch beachten. Und zwar müsst ihr bei dem Spoiler die Carbonflosse drauf tun, bei der Federung müsst ihr natürlich die beste Federung drauf tun und bei den Reifen geht ihr unter der Luxuskategorie und sucht euch die Carbonic Z-Felgen aus. Das ist ganz wichtig. Dann ist der Glitch auf jeden Fall garantiert. Wenn ihr jetzt diese drei Dinge erledigt habt, ist der Glitch eigentlich auch schon fertig. Ihr könnt jetzt auf die Piste fahren und alles aus eurem Auto rausholen, was geht. Einen kleinen Hinweis muss man an dieser Stelle aber noch sagen. Dieser Glitch funktioniert am besten mit der PC-Version von GTA. Denn je mehr FPS ihr bei diesem Glitch habt, desto schneller beschleunigt der RE7B. Aber natürlich profitieren auch die Konsolenspieler von diesem Glitch, denn auch dort funktioniert das, nur halt nicht so krass wie auf dem PC, denn dort habt ihr nun mal eine maximale FPS-Anzahl von 60. Ich vermute mal, die maximale Endgeschwindigkeit auf den Konsolen liegt bei etwa 160 km/h. Ich weiß es aber nicht genau, schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es selber ausprobiert habt. Wenn ihr also PC-Spieler seid, stellt am besten die Grafik so tief wie es geht, damit ihr die meiste FPS erzielen könnt und dann profitiert ihr von diesem Glitch am allermeisten. Wie gesagt, dieser Glitch funktioniert wirklich überall, in Lobbys und in Rennen, das heißt, ihr könnt wirklich jeden damit abziehen, solange ihr ein guter Rennfahrer seid. Und das war's auch eigentlich schon mit diesem Glitch. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und checkt meine Facebook- und Instagram-Seite ab. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.